gleich im Anschluss hier begrüße ich euch bei der nächsten Folge von Let's Play Transport 4, wollte ich gerade sagen. Nein, von Let's Play Minecraft Staffel 6, Folge 330. Wir klopfen hier weiter fröhlich unsere Bäume weg. Und diese Bäume stehen nämlich ein bisschen im Weg für unser Vorhaben. Und mir ist das nochmal durch den Kopf gegangen mit der Idee mit den zwei Türmen hier. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten irgendwo, aber ein Doppelleuchtturm, der hat auch was, oder? Hallo Hundi. Hey, hey. Hey, hey, hey. Willst du hin? Wuff, wuff. Zack. Da sind die Setzlinge sogar ins Wasser gefallen. Wow. Wow, Zeman. So, jetzt gehen wir mal hier nach oben. Fällen nach diesem Baum. So. Den haben wir schon gefällt. Und schweben die Setzlinge rum. Zack. Und da mir der Titel sonst ja weggenommen wird von irgendjemanden, könnte man doch sagen, dass man jetzt hier oben, ne, an dieser Stelle eine Brücke baut. Guck mal, ein bisschen vorgearbeitet ist es ja schon. Und auf dieser Brücke kommt dann so schon mal ein Teil der Furmischweins Nordwehen. Ein kleiner Teil einer großen Strecke. Wo ich dort ins Ziel komme, bin ich mir noch überhaupt nicht sicher. Nur ich möchte da mal jetzt anfangen. Vielleicht kommt ihr dann hier, also hier so drauf, auf das Hafengebiet und geht dann über das komplette Hafengebiet drüben hinaus. Und da ist ja diese Zickzack-Kurve. Ich kann mal ganz kurz auf der Karte zeigen. Und ranzoomen. Nee, das geht nicht. Muss ich scrollen. Scrollfunktion. Defekt. Meine Scrollfunktion ist defekt. Das wisst ihr ja schon. Zugute. Na komm, komm. Hier, ja. Ja, 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 nein, 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 nicht wieder zurück. Zack, zack, nein, zack, hier, hier, weiter rein. Ja, weiter, weiter, ja, weiter, weiter, ja, das, nein, hier, komm, 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 hier, das sieht gut aus. Ja, so lasse ich's. Okay, so, hier wollte ich die Brücke drüber machen, aber zack. Und hier kommt noch der Hafenbereich hin, der wird dann noch so rumgeführt, bis dahin. Beziehungsweise bis hierhin. Und da kann man dann hier, zack, hier über den Hafen laufen. Zuckeluck. Hier ist eine Treppe. Sieht man so ein bisschen schraffiert. Da geht es hier rum. Und hier wollte ich noch eine Treppe hoch machen. Sieht man auch schon so ein bisschen. Oder man macht wirklich die Strecke hier unten. Wartungen. Zack. Hier so x lang. Und dann geht man hier außen rum. Und die Treppe hier hoch. Und da haben wir sozusagen schon einen riesengroßen Teil davon beschweigen. Sie hat zack, 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 zack. Und geht es da hinten weiter. Kann man auch machen. Aber ist ja natürlich noch nicht so aufwendig. Deswegen überlege ich mir, hier rauszugehen und hier dann so eine richtige Rennstrecke draus zu machen. Ne? Die dann auch hier so rüberführt. Zack. Durch die Berge. Oh, das wird ein schönes Projekt hier. Sprengmeister Cedric ist schon am Ideenklopfen. Wie er durch den Berg dort kommt. Zack, Sand muss weg. Ich stehe auf Höhe 68. Guck mal, was das für eine Höhe da drüben ist. Auch auf der 68. Okay. Autsch. Müssen wir die oberste Reihe noch weg machen. Die hier.
Er fragt euch jetzt, warum ich die wegmache. Weil wir sind jetzt dafür 67, aber das wird ja trotzdem die Laufhöhe hier. Ja, die Laufhöhe. Mache ich erstmal ein bisschen her. Blöp. Schaffen wir erstmal die Ressourcen in die Truhe. Ich habe nämlich schon ein bisschen in eurer Abwesenheit. War ich im Lehmbiom? Und habe ein bisschen Lehm gefarmt. Warum die Lehmkiste? Hier. Roten Lehm habe ich und noch ein bisschen weißen mitgebracht. Und noch ganz wenig grau. Und ein bisschen Stein habe ich hier mitgebracht aus dem Lager. Hier können wir erstmal die Erde hin. Der Sand. Und das Holz. War hier. Zack, zack, zack. Ganz viel Holz. Und auch ganz viele Setzlinge. Da gehen wir nochmal hin. Es sind bestimmt noch mehr, die herum oxidieren. Wenn noch welche dort liegen überhaupt. Ich glaube nicht. Sieht mager aus. Hier ist alles schon despawned, wenn dann. Ne, liegt noch was. Einen hätten wir noch retten können. Ah, hier auch noch. Oh, hier unten liegen noch welche. Zack, nochmal drei. Aber sonst nix. Sonst nix. Sehr gut. Wir haben kein Essen mehr, wollte ich gerade sagen. Nein, wir haben noch Essen. Ich schnappe mir jetzt meinen Rucksack. Mache mich auf die weite Reise gen Norden. Zum lieben Sonnenschein. Die weite Reise gehen Sonnenschein. Bett habe ich mit. Ich muss noch ein bisschen Reiseproviant mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall wieder viele Setzlinge. Den habe ich hier oben drin gehabt, ne? Zack. Viele Setzlinge, die kann ich erstmal hier wieder provisorisch in die vorderste Truhe packen. Zack. Ich habe auch noch Äpfel mit. Kann ich auch mit hier reinpacken. Zack, zack. Hallo, die Waldfee. Hier ist Stein. Wo da leben? Hier oben. Tue ich mal so hier hin. Dann den Ofen und ein bisschen Kohle würde ich am liebsten auch mitnehmen. Ich tue es mir ja schlafen. Geht noch nicht. Nehme ich mir mal hier so einen Ofen mit. Und die Kohle. Und diese Kohle. Du kannst nur nachts schlafen. Es wird aber gleich Nacht. Jetzt wird's Nacht. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde.